Všetkých vás srdečne vítam pod zvukom Božieho slova. Ich begrüße euch alle ganz herzlich unter dem Schall des Wortes Gottes. Teraz by sme mali pokračovať a zamýšľať sa, hovoriť o daroch Ducha Svätého. Nun sollten wir fortfahren und nachdenken über die Gaben des Geistes Gottes. Včera sme hovorili o tom, ako je treba pripraviť tú nádobu pre plnosť Ducha Svätého. Gestern sprachen wir darüber, wie es notwendig ist, das Gefäß vorzubereiten, um den Heiligen Geist zu empfangen. Ako je dôležité, aby sme prijali vo svojom vedomí, wie es notwendig ist, dass wir in unserem Bewusstsein, že krv Ježiša Krista nás očistila od každého hriechu, dass wir es in unserem Bewusstsein empfangen, dass das Blut des Herrn Jesus uns abgewaschen hat von allen unseren Sünden. Celá naša minulosť, celá naša prítomnosť, aj naša celá budúcnosť je pod krvou Ježiša Krista. Unsere ganze Vergangenheit und unsere ganze Gegenwart sowie unsere ganze Zukunft ist unter dem Blut des Herrn Jesus Christus. A vtedy vedome sa oddávame pod vládu a moc Ducha Svätého. Und dann geben wir uns bewusst ab unter die Herrschaft des Heiligen Geistes. Je to akt viery. Es ist ein Akt des Glaubens. To znamená, keď sme krstení Duchom Svätým. Das bedeutet, wenn wir getauft sind mit dem Heiligen Geist. To je vnáranie sa do Ducha Svätého. To znamená vnáranie. Das bedeutet, sich einzutauchen in den Heiligen Geist. A tým prežíva človek naplnenie Duchom. Und in dem erlebt der Mensch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. A Duch Svätý zvnútra i zvonku zobere vládu nad človekom. Und der Heilige Geist nimmt die Herrschaft von außen sowie von innen des Menschen ein. Hovorili sme o tom, že tá viera má byť aktívna. Wir sprachen darüber, dass der Glaube aktiv sein sollte. Že Duch Svätý nie tak prichádza, že pasívne len počúvame. Der Heilige Geist kommt nicht auf diese Art und Weise, dass wir nur passiv zuhören. Ale sa aktívne otvárame pre slovo Božie. Aber wir öffnen uns aktiv für das Wort Gottes. A aktívne bereme účasť v Duchu Svätom. Und wir nehmen aktiv teil am Heiligen Geist. A Duch Svätý koná to, čo on chce v našom živote. Und der Heilige Geist tut das, was er möchte in unserem Leben. A to, že sme naplnení Duchom Svätým. Und das, dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Dostávame hlbokú istotu do nášho vedomia. Wir bekommen eine tiefe Gewissheit in unser Bewusstsein. Že máme istotu spasenia. Dass wir die Gewissheit des Heils haben. Že máme istotu odpustenia všetkých našich hriechov. Dass wir die Gewissheit der Vergebung all unserer Sünden haben. A že máme istotu večného života. Und dass wir die Gewissheit des ewigen Lebens haben. Sme zapečatení Duchom Svätým ku dňu vykúpenia. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung. Táto hlboká skúsenosť, toto hlboké otvorenie sa Duchu Svätému. Diese tiefe Erfahrung, dieses tiefe sich öffnen dem Heiligen Geist nám prináša pečať jeho ducha. Bringt uns das Siegel seines Geistes. On nás zapečaťuje ku dňu vykúpenia. Er versiegelt uns auf den Tag der Erlösung. A je to akt viery. Und dies ist ein Akt des Glaubens. Písmo hovorí, bez viery nemôžeme sa ľúbiť Bohu. Die Schrift sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Všetko potrebujeme prežiť vierou. Alles müssen wir durch den Glauben erleben. Tak ako sme vierou skrze počutie slova prijali Pána Ježiša. So wie wir den Herrn Jesus durch das Hören des Wortes Gottes durch den Glauben angenommen haben. Keď sme počuli Evangelium Ježiša Krista. Als wir das Evangelium von Jesus Christus gehört haben. A my sme otvorili svoje srdcia. Und wir haben unser Herz geöffnet. Vierou sme ho prijali. Wir haben ihn durch den Glauben angenommen. Prežili sme jednu hlbokú skutočnosť a skúsenosť vo svojom srdci. Dann haben wir eine tiefe Erfahrung und eine tiefe Gewissheit in unserem Leben erlebt. A toto isté sa deje vtedy, keď prijímame plnosť Ducha Svätého. Und dies gleiche geschieht dann, wenn wir die Fülle des Heiligen Geistes annehmen. Naše vedomie sa zúčastňuje toho duchovného aktu. Unser Bewusstsein verschmilzt mit diesem geistlichen Akt. Keď vieme, že sme sa plne otvorili pre vládu a moc Ducha Svätého. Wenn wir wissen, dass wir uns völlig geöffnet haben für die Macht und für die
Autorität des Heiligen Geistes. A to je hluboká skúsenosť v nás. Und dies ist eine tiefe Erfahrung in uns. Pretože mnohí ľudia nerozumejú tomu, ako vôbec prežiť plnosť Ducha Svätého. Weil viele Leute verstehen es nicht, wie man überhaupt den Heiligen Geist erleben soll. Vo svojej mladosti veľmi som túžil už od svojho obrátenia od svojich 15 rokov byť plný Ducha Svätého. Schon seit meiner Bekehrung, seit meinem 15. Lebensjahr hatte ich eine tiefe Sehnsucht, den Heiligen Geist zu erleben. A tak veľmi som túžil po plnosti Ducha Svätého, že som chodil za požehnanými bratmi a prosil som ich, modli sa za mňa, chcem byť naplnený Duchom Svätým. Und ich hatte so eine tiefe Sehnsucht nach dem Erlebnis mit dem Heiligen Geist, dass ich zu gesegneten Brüdern hingegangen bin und gesagt habe, bitte bete mit mir um die Fülle des Heiligen Geistes. A spomínam si, že vznikali až komické situácie kvôli tomu, že som tak veľmi túžil a nebolo mi vysvetlené. Und ich erinnere mich daran, dass selbst komische Situationen entstanden sind dadurch, dass ich so eine starke Sehnsucht hatte, aber nicht eine richtige Erklärung dafür hatte. Priam som až vynútil si od takých dvoch starších bratov, aby sa modlili za mňa a celú noc sme zápasili za plnosť Ducha Svätého. Von zwei älteren Brüdern habe ich das damals fast erzwungen, damit sie mit mir beten und wir haben die ganze Nacht gekämpft und gerungen um die Fülle des Heiligen Geistes. Lebo oni mi hovorili, že treba za Ducha Svätého zápasiť. Weil sie haben mir gesagt, es ist notwendig, um die Fülle des Heiligen Geistes zu kämpfen. A tak celú noc sme zápasili. So haben wir die ganze Nacht gekämpft. Až do takého bodu, že ma raz zobúdzali. Bis so an dem Punkt, dass sie mich aufgeweckt haben. A hovoria, Šanko, stávaj. Und sie sagten, Šanko, aufstehen. Jednoducho videl som, že ani oni sami tomu nerozumejú, ako je treba vôbec prijať Ducha Svätého. Also ganz einfach, ich habe gesehen, dass sie selbst nicht das Verständnis dafür hatten, wie es notwendig ist, den Heiligen Geist anzunehmen. Lebo boli obmedzovaní názormi mnohých iných ľudí. Sie waren nämlich beschränkt durch die Anschauungen verschiedener anderer Leute. A nepovedali mi, že vieš čo, to je tak jednoduché, keď ty svoje hriechy, to všetko, keď si vyriešil, zložil pod krížom, tak sa len otvor a príjmi. Und sie sagten mir nicht, weißt du, das ist so einfach, wenn du all deine Sünden, alles, was du abgelegt hast, unterm Kreuz abgelegt hast, dann komm und nimm an. Lebo tak jednoducho hovorí Pán Ježiš, že príjmete moc. Denn so einfach, spricht der Herr Jesus, ihr werdet die Kraft annehmen. Príjmete moc Ducha Svätého, ktorý príde na vás. Ihr werdet empfangen die Kraft des Heiligen Geistes, die auf euch kommen wird. Bola zase iná situácia, keď es war wieder eine andere Situation. Taký požehnaný brat sa modlil nado mnou. Ein gesegneter Bruder betete über mir. A už tak priam tými rukami tak bil mi o hlavu. No príjmi to už, príjmi. Er hat schon mit seinen Händen auf meinen Kopf gedrückt und hat gesagt, nimm an, nimm schon an. A ja som stále mal predstavu, že nejakú predstavu, ktorá mi bránila v tom. Und ich hatte ständig eine Vorstellung vor mir, die mich daran hinderte. Počúval som názory ľudí. Ich habe verschiedene Ansichten der Menschen gehört. A nehľadal som až natoľko to, ako to hovorí o tom Božie slovo. Und habe es nicht so weit gesucht, um zum Wort Gottes zu kommen, was das Wort Gottes darüber spricht. A musím vám povedať, 17 rokov som takto zápasil a túžil po plnosti Ducha Svätého. Und ich muss euch sagen, 17 Jahre lang habe ich so gekämpft und habe mich gesehnt nach dem Heiligen Geist. A viete, čo bolo zaujímavé? Wisst ihr, was interessant war? Všetci ľudia vedeli, že som plný Ducha Svätého, len ja som nevedel. Alle Leute bereits um mich herum wussten schon, dass ich voll bin mit dem Heiligen Geist, nur ich selber nicht. Predo mnou to bolo skryté. Vor mir war es verborgen. Ja som tak miloval Pána. Ich habe den Herrn so geliebt. Tak som sa mu odovzdal. Ich habe mich dem Herrn so ausgeliefert. A keď už 17 rokov som chodil s Pánom Ježišom, som hovoril, Pane Ježišu, každého naplňaš Svätým Duchom, len mňa nenaplníš. Und als ich schon 17 Jahre lang mit dem Herrn gegangen bin, habe ich gesagt, Herr Jesus, jeden erfüllst du mit dem Heiligen Geist, nur mich erfüllst du nicht. Modlil som sa za ľudí a boli naplnení Duchom Svätým. Ich habe mit Leuten gebeten und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Radovali sa a plesali. Sie haben sich gefreut und sie haben gejauchzt. A ja som nemal istotu, že som naplnený. Und ich hatte nicht die Gewissheit, erfüllt zu sein. A plakal som a volal som k Bohu. Und ich habe geweint und zum Herrn gerufen. Moja manželka mi hovorí, že ty máš taký dlhý kábel. Meine Frau sagte mir, du hast ein langes Kabel, eine lange Leitung.
A vtedy, jak som tak plakal a volal som Pánu. Und damals, als ich so weinte und zum Herrn gerufen habe, vtedy Duch Svätý mi povedal. Damals sprach der Heilige Geist zu mir. Alexander, konečne mi už zaďakuj, že som ťa naplnil. Alexander, fang endlich an zu danken, dass ich dich schon erfüllt habe. A vtedy som videl, že to je moment viery. Und in dem Augenblick sah ich, dass es ein Moment des Glaubens ist. Tá chvíľa bola chvíľa, keď som vierou prijal to, že to sa stalo. Der Moment war eine Weile des Glaubens, wo ich das durch den Glauben erlebt habe, es ist passiert. A ten moment viery premenil celú tú situáciu 17 rokov zápasu. Und dieser Moment des Glaubens hat die ganze Situation eines 17-jährigen Kampfes verändert. Keď som mohol uveriť, že urobil to Pán Ježiš v mojom živote. Als ich glauben konnte, der Herr Jesus hat es getan in meinem Leben. Že ma naplnil svojím Svätým Duchom. Er hat mich erfüllt mit seinem Heiligen Geist. A tak som povedal jednému bratovi a hovorím, so sagte ich zu einem Bruder, was ich erlebt habe. A hovorím, ale vieš, nejak jazyky sa hneď neprejavili. Aber ich sagte, nur weißt du, die Zungen haben sich nicht irgendwie offenbart. Lebo zase som počúval učenie, že to sa musí prejaviť v jazykoch. Weil nun habe ich wieder die Lehre gehört, die Zungenrede muss da dabei sein. A ja som myslel, že aj u mňa to tak bude. Und ich dachte, das wird auch bei mir so sein. A nerozumel som, že Duch Svätý rozdeľuje dary tak, ako on chce. Und ich verstand nicht, dass der Heilige Geist die Gaben so austeilt, wie er es will. Komu chce dá jazyky? Wem er möchte, dem gibt er die Gabe der Zungenrede. Komu chce dá iné dary? Wem er möchte, gibt er eine andere Gabe. A ja som veľmi túžil po jazykoch. Und ich sehnte mich sehr nach der Gabe der Zungenrede. A hovorím tomu bratovi, vieš, toto a toto sa stalo. Und ich sagte zu dem Bruder, weißt du, dies und dies ist geschehen. A on hovorí, ešte dnes večer budeš hovoriť v jazykoch. Und er sprach zu mir, noch heute Abend wirst du in Zungen sprechen. Zobral klobúk a odišiel. Er nahm seinen Hut und ging davon. A hovorím, no toto sú spôsoby. Und er, ich sagte mir, no das sind aber Art und Weisen. Predstavil by som si, že on si kľakne so mnou a budeme sa modliť a Duch Svätý mi dá tento dar. No, ich hatte die Vorstellung, er wird sich mit mir niederknien und wir werden gemeinsam beten und der Heilige Geist gibt mir diese Gabe. A on zobral klobúk a odišiel. Und er nahm seinen Hut und er ging davon. A tak som ostal večer sám doma so svojou manželkou. So bin ich nun alleine zu Hause mit meiner Frau zu Hause geblieben. Keď sme deti už uložili spať. Die Kinder waren schon schlafen gelegt. A hovorím manželke. Und ich sagte zu meiner Frau. Ako ináč môže Pán Ježiš mi dať tento dar, ak nie na kolenách, na modlitba? Wie anders kann der Herr Jesus mir diese Gabe geben, wenn nicht auf den Knien im Gebet? Poď, ideme sa modliť. Komm, wir werden beten. A tak sme išli, kľakli sme si obaja na kolená. So gingen wir und haben uns beide hingekniet. A moje srdce bolo tak vďačné, že som mohol uveriť, že ma naplnil Duchom Svätým. Und mein Herz war so dankbar, weil ich glauben konnte, dass er mich mit dem Heiligen Geist erfüllt hat. Tak som cítil, že ani nie na podlahe kľačím, ale 30 cm nad podlahou. Ich hatte so ein Gefühl, nicht auf dem Boden zu knien, sondern 30 cm darüber. A moje srdce sa znášalo k Pánu. Und mein Herz erhob sich dem Herrn zu. Chválil som ho za to. Ich habe den Herrn dafür gepriesen. Oslavoval som ho. Ich habe ihn gelobt. A potom som tak cítil, že už ani moje slova nestačia na to, aby som ho to vyjadril, tú chválu a vďaku. Und in dem spürte ich, dass meine eigenen Worte nicht mehr ausreichend waren, den Dank und Lob dem Herrn entgegenzubringen. A tá viera v mojom srdci sa stupňovala. Und der Glaube in meinem Herzen verstärkte sich. A naraz som vnímal, že musím vypnúť svoj rozum a pustiť svoj jazyk. Und auf einmal hatte ich den Eindruck, ich muss meinen Verstand ausschalten und meine Zunge lösen. Najprv to boli len také slabiky. Erst waren es nur solche Silben. Ale hovoril som ich vierou. Aber ich sprach sie im Glauben. A moja manželka vedľa mňa na kolenách sa začala smiať. Und meine Frau neben mir auf den Knien begann zu lachen. A hovorí, tatinko, ty už máš jazyky. Und sagte, Papa, du hast schon die Zungen. Hovorím, no asi tak to prichádza. Und ich sagte, na ja, so kommt das wahrscheinlich. A tak som pokračoval ďalej v tom slabikovaní. Und so betete ich weiter in den Silben. A naraz počujem, ako veľmi plače. Und auf einmal höre ich, wie sie sehr weint. Prestal som a hovorím, čo sa stalo, mamička? Hörte auf und sag, Mama, was ist passiert? A ona hovorí, tatinko, veľmi doľahli na mňa moje hriechy. Und sie sagt, Papa, meine Sünden drücken mich auf einmal sehr.
tak cítim, že stroskocem pod tými riekami, pod ťarchou. Ich habe ein Gefühl zusammenzubrechen müssen unter der Last der Sünde. A to bolo už znamenie prítomnosti moci Ducha Svätého. Und das war schon das Zeichen der Gegenwart des Heiligen Geistes. Vždy, kde je prítomný Duch Svätý, tak tam tie hriechy doľahnú na človeka. Immer da, wo der Heilige Geist gegenwärtig ist, da werden die Menschen die Sünden bewusst. A tak plakala moja manželka, že som začal sa s ňou zaoberať a hovorím, neplač, veď Pán Ježiš ti odpustil. Und so weinte meine Frau und ich begann mich mit ihr zu beschäftigen und sagte, weine nicht, der Herr Jesus hat dir vergeben. Neboj sa, ty si Božie dieťa. Fürchte dich nicht, du bist Gottes Kind. A tak som ju potešoval tými mojimi slovami. So habe ich sie mit meinen Worten ermuntert. Ale ona sa nedala potešiť. Aber sie ließ sich nicht ermuntern. A tak som si uvedomil, že teraz taká zložitá situácia. Moja žena tu plače a ja zase tu sa radujem, že mi Pán otvára dar jazykov. Nun wurde ich mir der komplizierten Situation bewusst. Einerseits weinte meine Frau auf den Knien und auf der anderen Seite freute ich mich über die Gabe des Heiligen Geistes. A tak som sa pustil pokračovať v modlitbe v jazykoch, aby som to nezabudol. Und dann fuhr ich weiter fort im Gebet mit den Zungen, um tak, dieses nicht zu vergessen. Taká túžba bola pokračovať v tom. Es war so ein Sehnen in mir, weiter fortzufahren damit. Tak som vnímal, ako viera vstupuje, rastie v mojom srdci viera. Und so empfand ich, wie der Glaube in mein Herz kommt, wie der Glaube wächst in meinem Herzen. A jak som vnímal ten plač mojej manželky, a vnímal som tú prítomnosť Božiu. Und als ich das Weinen meiner Frau vernahm und die Gegenwart Gottes vernahm, naraz som uveril, že Boh chce niečo hovoriť cez môj jazyk. Auf einmal glaubte ich, dass Gott etwas durch meine Zunge reden will. Moje slabikovanie sa zmenilo na rázny jazyk. Mein Stammeln der Silben hat sich zu einer flüssigen Zunge verwandelt. Nikdy som takým jazykom nehovoril. Nie habe ich mit so einer Sprache, mit so einer Zunge gesprochen. Ani som nikdy nepočul takým jazykom hovoriť iných. Habe auch nie Leute mit so einer Sprache sprechen gehört. Ale vnímal som, že to, čo hovorím, je podoprené mocnou vierou. Aber ich vernahm, dass das, was ich spreche, mit einem mächtigen Glauben unterstützt ist. Ale čo som bol najviac prekvapený, aber über was ich am meisten erstaunt war, že naraz som vnímal, že rozumel som, čo hovorím. Auf einmal vernahm ich, dass ich verstehe, was ich ausspreche. V tej chvíli, ako mi Duch Svätý dal dar jazykov, dal mi dar aj výkladu jazyka. In dem Moment, als mir der Heilige Geist die Gabe des Zungenredens gegeben hat, hat mir auch die Gabe der Auslegung geschenkt. Dovtedy nikto mi nevedel povedať, že čo je to výklad jazykov. Bis dahin konnte mir keiner erklären, was es bedeutet, hat mir niemand gesagt, was es bedeutet, Auslegung der Zungenrede. Dovtedy som chápal, že výklad jazykov je preklad jazyka. Bis dahin hatte ich den Eindruck, dass eine Auslegung der Zungenrede eine Übersetzung der Sprache der Zunge ist. Ale potom som neskôr pochopil, že sú druhy jazykov. Aber dann habe ich erst begriffen, dass es verschiedene Arten der Sprachen der Zungen gibt. Sú druhy jazykov, ktoré sú prekladateľné. Es gibt Arten des Zungenredens, die übersetzbar sind. Partovia, Médi, Elamiti a tak ďalej. Tí všetci rozumeli ten svoj jazyk. Teda tie jazyky boli prekladateľné. Parther, Meder und so weiter, die waren alle übersetzbar. Das waren alles Menschen, die ihre Sprache verstanden haben. Ale Pavel Apoštol hovorí, že sú ľudské jazyky a sú anielské jazyky. Aber Apostel Paulus spricht darüber, dass es menschliche Zungen gibt und dass es Engelszungen gibt. Ľudské jazyky sú prekladateľné. Menschliche Zungen sind übersetzbar. Ale anielské jazyky je treba vykladať. Aber Engelssprachen, da ist es nötig, sie auszulegen. Tie nie sú prekladateľné. Die sind nicht übersetzbar. Tým nerozumie nikto, tým rozumie len Boh. Sie werden von niemandem außer von Gott verstanden. A teda tie anielské jazyky potrebujú výklad, nie preklad, ale výklad. A to je rozdiel. Und die Engelssprachen, die brauchen eine Auslegung, nicht eine Übersetzung, sondern eine Auslegung. Und dies ist ein Unterschied. Aby sme porozumeli, čo je rozdiel medzi prekladom a výkladom. Damit wir verstehen, was es bedeutet, den Unterschied zwischen einer Auslegung und einer Übersetzung.
Tak dávam také prirovnanie. Ich gebe so ein Beispiel. Keď niekto chce preložiť 5 viet z nemčiny do angličtiny. Wenn jemand 5 Sätze vom Englischen ins vom Deutschen ins Englische übersetzen möchte. Prekladom získame 5 anglických viet. Dann stellen wir fest 5 englische Sätze. Teda 5 viet z nemčiny do vzniká 5 viet anglických. Also 5 Sätze im Deutschen ergeben 5 Sätze im Englischen. To je jazyk, ktorý je preložený. Das ist eine Sprache, die übersetzt ist. Ale môže sa stať, že niekto povie jednu vetu anielským jazykom. Aber es kann sein, dass ein Mensch einen Satz in einer Englischsprache ausspricht. A výklad tohoto jazyka trvá 20 minút. Und die Auslegung dieser Sprache dauert 20 Minuten. To je rozdiel medzi výkladom a prekladom, prekladom a výkladom. Das ist der Unterschied zwischen einer Übersetzung und einer Auslegung der Sprache. Viem, že som nehovoril vtedy ľudským jazykom. Ich weiß, dass ich damals nicht in einer Menschensprache gesprochen habe. Ale viem, že tento jazyk potreboval výklad. Aber ich weiß, dass diese Sprache eine Auslegung bedurfte. A jak som povedal tú reč. Und als ich diese Sprache gesagt habe. Vnímal som jej význam, výklad tohoto jazyka. Dann empfand ich diese Auslegung, die Auslegung dieser Zunge. A vtedy som sa obrátil k svojej manželke. Und damals drehte ich mich zu meiner Frau um. A už nie svojimi slovami, ale výkladom toho, čo Pán dal, som jej hovoril. Und dann nicht mehr mit meinen eigenen Worten, sondern mit der Auslegung dessen, was Gott mir gegeben hat, was Gott gesprochen hat, habe ich zu ihr gesprochen. A ten bolestivý plač, ktorým plakala, naraz v tom momente utíchol. Und das schmerzliche Weinen, in dem sie geweint hat, hat auf einmal aufgehört. Pokoj ako rieka zavládol v jej srdci. Friede wie ein Strom hat ihr Herz erfüllt. Začala chváliť Pána. Sie begann den Herrn zu loben. A začala hovoriť aj ona v jazykoch. Und auch sie begann in Zungen zu sprechen. Preto som vám povedal toto svedectvo. Ich habe euch dieses Zeugnis deswegen erzählt. Aby ste rozumeli tomu. Dass ihr es versteht. Že za dary Ducha Svätého alebo za Ducha Svätého nie je potrebné zápasiť. Dass es nicht notwendig ist für die Gaben des Heiligen Geistes und für den Heiligen Geist zu kämpfen. Ale pre Ducha Svätého je potrebné sa otvoriť, uveriť, otvoriť a prijať. Aber für den Heiligen Geist ist es notwendig sich zu öffnen, zu glauben und sich zu öffnen und anzunehmen. Ale predchádza tomu jeden veľmi vážny zápas. Aber ein sehr ernster Kampf geht diesem voraus. O ktorom som hovoril ako o tých kameňoch, čo si spomínate včera. Von diesem Kampf habe ich gestern gesprochen im Beispiel der Steine, ihr erinnert euch. Oj, to nie je také jednoduché vytiahnuť zranenia zo svojich srdc. Oh, das ist nicht so einfach, die Verletzung des Herzens herauszureißen. Niekedy sa s tými zraneniami trápime celé roky. Manchmal quälen wir uns jahrelang mit diesen Verletzungen. To nie je tak jednoduché, len tak, no dobre, odpúšťam, zabúdam. Das ist nicht so einfach, einfach zu sagen, na gut, ich vergebe und vergesse. Ak niekto mi ublížil môjmu dieťaťu, moje zdravie, podlomil moje zdravie. Wenn jemand meinem Kind etwas zu leide getan hat oder meiner Gesundheit. To nie len tak sa otočíme, no dobre, zabúdam. Das ist nicht so einfach sich umzudrehen und sagen, no gut, ich vergebe. Das sind Kämpfe. To sú ťažké boje. Das sind schwere Kämpfe. A potom skryté hriechy nášho života. Aký je to boj a zápas, kým to vyznáme. Und dann die versteckten Sünden, unseres Lebens. Was ist das für ein Kampf, bevor wir sie ablegen? To sú tie zápasy. To je ten zápas o čistotu, ale nie o Ducha. Das ist der Kampf. Svetého. Der Kampf um die Reinheit und nicht der Kampf um den Heiligen Geist. A preto hovorím, keď prežijeme tú istotu odpustenia, že sme aj my odpustili, aj nám je odpustené. Seht ihr, und deswegen sage ich, wenn wir diese Gewissheit der Vergebung erleben, dass wir vergeben haben und dass ebenso uns vergeben wurde. Vtedy sa deje tá veľká milosť Božia, že keď vy otcovia viete dávať dary svojim deťom, vy zlí otcovia viete dávať dobré dary.
Auf einmal geschieht diese große Gnade, dass wenn ihr böse Väter euren Kindern gute Gaben geben könnt. O čo skôr vám dá nebeský Otec Svätého Ducha, keď ho o to prosíte. Um wie viel mehr wird euch der himmlische Vater den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet? Máte radosť z toho, čo hovorím? Habt ihr Freude darüber, über das, was ich sage? Áno. Ja. Vidíte, ja som 17 rokov zápasil a nevedel som, nezákonite som zápasil. Seht ihr, 17 Jahre lang habe ich gekämpft und ich habe nicht in der Gesetzmäßigkeit gekämpft. A keby mne niekto takto jednoducho vysvetlil, o čo vlastne ide. Wenn mir das jemand einfach so einfach erklärt hatte, um was es eigentlich geht, už som skôr mohol s istotou slúžiť Pánu. Ich hätte schon eher mit Gewissheit dem Herrn dienen können. A preto sme veľmi zodpovední za to, ako podávame Božie slovo. Und darum sind wir wirklich sehr verantwortlich dafür, wie wir das Wort Gottes weitergeben. Aby sme nepovedali, že no, tuto je a neprezradíme, ako sme. Nemáme svedectvo, ako sme to prijali, ako sme prežili. Dass wir dann einfach sagen, no, das ist da und wir haben einfach kein Zeugnis, wie wir diese Dinge erleben, wie wir das erlebt haben. Veľmi dôležité je svedectvo v našom živote. Sehr wichtig ist das Zeugnis in unserem Leben. Lebo naše svedectvo otvára oči tým druhým. Denn unser Zeugnis öffnet den anderen die Augen. Duch Ježišov je prorocký duch a duch svedectva. Der Geist Jesu ist ein prophetischer Geist und ein Geist des Zeugnisses. Áno, je to duch slova Božieho. Ja, es ist der Geist des Wortes Gottes. To je prorocký duch. Das ist der prophetische Geist. A duch svedectva, to znamená to svedectvo, čo si ty prežil, čo sa tvoje ruky dotýkali a čo je pravdou v tvojom živote. Und to der je Geist, duch Ježišov. Und der Geist des Zeugnisses, das bedeutet das, was du erlebt hast, was sich bei dir offenbart hat. Das ist der Geist Jesu. Ale mnohokrát kresťania chcú chodiť len na jednej nohe. Aber oft möchten die Christen nur auf einem Fuß laufen. Chcú len kázať Božie slovo. Sie möchten nur Gottes Wort verkündigen. Ale druhá noha chodenia je svedectvo. Aber der zweite Fuß zum Gehen ist das Zeugnis. Je treba, aby sme prorokovali, aby sme kázali Božie slovo. Es ist notwendig, dass wir prophezeien, dass wir das Wort Gottes predigen. Ale je potrebné, aby sme mali aj tú druhú nohu, s ktorou kráčame, a to je naše osobné svedectvo, naše osobné prežitie. Aber es ist ebenso notwendig, dass wir den zweiten Fuß zum Laufen haben und das ist unser persönliches Zeugnis, unser persönliches Zeugnis unseres Erlebens. Prečítam Božie slovo. Ich lese das Wort Gottes. Z prvej epištoly svätého Pavla Korintianom. Im ersten Korintherbrief aus dem 12. Kapitel. Poprosím milú sestru, aby prečítala od prvého verša. Až po 27. verš. 1 až 27. 1. Korinther 12 und davon ich lese vom 1. bis zum 27. Vers. 1:27. Über die geistlichen Gaben aber will ich euch, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr Heiden wart, hingezogen zu den stummen Götzen, wie ihr euch hinreißen ließet. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet, und niemand kann Jesus Herr nennen, außer durch den Heiligen Geist. Es sind mancherlei Gaben, aber es ist derselbe Geist. Es sind mancherlei Ämter, aber es ist derselbe Herr. Und es sind mancherlei Kräfte, aber es ist derselbe Gott, der da wirkt, alles in allem. Einem jeglichen wird aber die Offenbarung des Geistes zum Nutzen aller gegeben. Den einen wird durch den Geist gegeben das Wort der Weisheit, dem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen der Glaube in demselben Geist, einem anderen Gaben der Heilung in demselben Geist. Einem anderen Wunder zu wirken, einem anderen Weissagung, einem anderen Unterscheidung der Geister, einem anderen Arten von Zungenreden, einem anderen die Auslegung der Zungen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeglichen das Seine zu, wie er will. Denn gleich wie der Leib einer und viele Glieder hat, alle Glieder aber des einen Leibes, wiewohl ihre viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus.
Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leibe getauft, wir seien Juden oder Griechen, Knechte oder Freie, und sind alle in einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spreche, weil ich keine Hand bin, darum gehöre ich nicht zum Leibe, sollte er deshalb nicht zum Leibe gehören? Und wenn das Ohr spreche, weil ich kein Auge bin, darum gehöre ich nicht zum Leibe, sollte es deshalb nicht zum Leibe gehören? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, ein jegliches von ihnen am Leibe, wie er gewollt hat. Wenn aber alle ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Es kann das Auge nicht sagen zu der Hand, ich bedarf deiner nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich bedarf euer nicht. Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die uns scheinen, die Schwächeren zu sein, sind die Nötigen. Und die uns scheinen, die weniger Ehrbaren des Leibes zu sein, die umgeben wir mit besonderer Ehre. Und die Unanständigen an uns, die haben umso größere Anständigkeit. Denn die Wohlanständigen an uns bedürfen uns nicht. Aber Gott hat den Leib so zusammengefügt und dem geringen Glied größere Ehre gegeben. Damit nicht eine Spaltung im Leibe sei, sondern die Glieder füreinander die gleiche Sorge tragen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und Glieder, ein jeglicher nach seinem Teil. Ďakujem za tieto slova. Chcel by som hovoriť o tom, že sú dva druhy darov Ducha Svätého. Ich möchte darüber sprechen, dass es zwei Arten der Geistesgaben gibt. Jeden druh darov Ducha Svätého sú nám darované na budovanie len nášho osobného ducha. Die eine Art der Geistesgaben wird uns gegeben zur Auferbauung unseres eigenen geistlichen Lebens. A tento dar sú dary jazykov. Und diese Gabe ist die Gabe der Zungenrede. Boh nám dal tento dar na to, aby sme budovali svojho vlastného ducha. Čo to znamená? Gott hat uns diese Gabe dazu gegeben, um unseren eigenen Geist aufzubauen. Was bedeutet das? Dar jazykov v prvom rade nie je preto daný, aby bola budovaná ním cirkev, ale osoba, jednotlivá osoba. Die Gabe des Zungenredens ist in erster Linie nicht dazu gegeben, dass die Gemeinde dadurch erbaut wird, sondern eine einzelne Person. A teraz sa pokúsim vysvetliť, ako to funguje. Nun versuche ich das zu erklären, wie das funktioniert. Keď sa modlíme v jazykoch, wenn wir in Zungen beten, nerozumieme, čo hovoríme. Dann verstehen wir nicht, was wir sprechen. Hovoríme Bohu. Wir sprechen zu Gott. A Boh tomu rozumie. Und Gott versteht dies. My nerozumieme, čo hovoríme, ale on tomu rozumie. Wir verstehen es nicht, was wir reden, aber Gott versteht es. A keď my máme situáciu, v ktorej sa modlíme v jazykoch, und wenn wir eine Situation haben, in der wir in Zungen reden, možno nejakú zložitú situáciu pred sebou, vielleicht eine schwierige Situation vor uns, my nevieme, čo sa modlíme v jazykoch, wir wissen dann nicht, was wir in Zungen beten, ale Boh vie, čo sa my modlíme. Aber Gott weiß, was wir beten. A on odpovedá. Und er antwortet. My vieme, hoci nevieme, čo hovoríme, ale vieme, že sa dobre modlíme a podľa Boha sa modlíme. Auch wenn wir nicht wissen, was wir beten, dann wissen wir dennoch, dass wir in der richtigen Art und Weise beten zu Gott hin. To znamená, že sa modlíme, hoci nevieme, modlíme sa v súlade s Božou vôľou. Das heißt, auch wenn wir nicht wissen, was wir beten, wir wissen, dass wir in Übereinstimmung des Willen Gottes beten. Ináč by nemal význam modlitby v jazykoch. Auch anders hätte es keine Bedeutung, in Zungen zu beten. A potom Boh dáva odpoveď. Und dann gibt Gott die Antwort. Ale tá odpoveď nie je vždy taká, ako by sme si my predstavovali. Aber diese Antwort ist nicht immer so, wie wir sie uns vorstellen würden. Možno, že odpoveď Božia je úplne protichodná. Vielleicht ist die Antwort Gottes genau gegenteilig. Že niečo iné sme čakali, keď sme sa modlili v jazykoch, a niečo celkom iné prišlo.
dass wir etwas ganz anderes erwartet haben, als wir in Zungen gebetet haben, und es ist etwas ganz anderes geschehen. Ale to neznamená, že nestala sa Božia vôľa, práve naopak, Božia vôľa sa stala a nie naša. Aber das bedeutet nicht, dass deswegen nicht Gottes Wille geschehen ist. Ganz im Gegenteil, es ist nicht unser Wille geschehen, sondern Gottes Wille. Teda modlenie sa v jazykoch, celá suma modlenia sa v jazykoch je toto. Also die ganze Summe des Betens in Zungen bedeutet: Bože, neviem, čo sa modlím. Herr, ich weiß nicht, was ich bete. Ale viem, že sa modlím dobre. Aber ich weiß, dass ich richtig bete. A viem, že túto moju modlitbu vypočuješ. Und ich weiß, dass du dies mein Gebet erhörst. A to, ako ty odpovieš na moju modlitbu, to je tvoja svätá vôľa. Und so wie du auf mein Gebet antwortest, so ist es dein heiliger Wille. To sa rovná, dáme rovnitko. Und da gibt es dann eine Gleichung, wir machen ein Gleichheitszeichen. Bože, ja ti celým srdcom dôverujem. Gott, ich vertraue dir von ganzem Herzen. Rozumiete tomu? Versteht ihr das? Teda modlitba v jazykoch je modlitba dôvery v živého Boha. Also das Gebet in Zungen ist das Gebet im Vertrauen auf den lebendigen Gott. Môj duch sa buduje k tej plnej dôvere v živého Boha. Mein Geist erbaut sich hin zu der völligen, zum völligen Vertrauen in den lebendigen Gott. To je veľmi dôležité. Das ist sehr wichtig. Aby náš duch bol zbudovaný vo viere. Dass unser Geist im Glauben auferbaut wird. V dôvere Pána Ježiša Krista. Im Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus. Lebo ako by vypadalo to naše kresťanstvo, keby sme hoci mŕtvych kriesili a príde najmenšia situácia a pochybovali by sme. Weil wie würde unser Christenleben aussehen, wenn wir auf der einen Seite Tote auferwecken und es kommt die kleinste Situation und wir beginnen an zu zweifeln? Preto je dôležité, aby sme my budovali svojho ducha k plnej dôvere Božej. Und darum ist es notwendig, dass wir unseren Geist aufbauen zu völligen Vertrauen auf Gott. Ja si spomínam, ako som bol v rôznych ťažkých situáciách života a modlil som sa v jazykoch. Ich erinnere mich, als ich in sehr schwierigen Situationen war des Lebens und ich betete in Zungen. A ja som nevedel, čo sa modlím. Und ich wusste nicht, was ich bete. Ale vedel som, že sa dobre modlím. Aber ich wusste, dass ich gut bete. A vedel som, že Boh vypočuje moju modlitbu. Und ich wusste, dass Gott mein Gebet erhört. A ten výsledok, ktorý prišiel, to bolo niečo predivné. Und das Ergebnis, was daraus entstanden ist, war etwas Wunderbares. Ale keby som môj duch nebol býval zbudovaný k dôvere, tak by som začal zmetkovať. Aber wenn mein Geist nicht zum Vertrauen aufgebaut wäre, dann hätte ich angefangen Panik zu bekommen. Začal by som pobehovať ako sliepka, keď hľadá na plote dieru a chce sa prepchať na druhú stranu. Ich wäre wie ein Huhn, aufgescheuchtes Huhn herumgelaufen und hätte ein Loch im Zaun gesucht. Pán Boh nechce, aby sme pobelhovali v zložitých situáciách života od Judáša ku Kajfášovi, od jedného brata k druhému a joj, brat môj, teraz čo mám robiť, ako mám robiť? Gott will es nicht, dass wir in schwierigen Situationen von Kaifas, von Pontius zu Pilatus laufen, von einem Bruder zum anderen laufen und aufgeregt sagen, Bruder, was soll ich tun? Ale práve naopak, chce, aby náš duch bol zbudovaný a v tej situácii, aj najzložitejšej situácii, som zodvihol hlavu a povedal, Bože, ja ti dôverujem. Aber ganz im Gegenteil, Gott möchte, dass unser Geist auferbaut ist im Vertrauen zu ihm, dass wir auch in der schwierigsten Situation sagen können, Gott, ich vertraue dir. Toto je jediný dôvod, prečo nám Boh dal dar jazykov. Das ist der einzige Grund, warum uns Gott die Gabe des Zungenredens gegeben hat. Mnohí hovoria, že jazyky to je na znamenie pre nás, že sme naplnení Duchom Svätým. Viele sagen, dass die Gabe der Zungenrede ein Zeichen ist, dass wir den Heiligen Geist angenommen haben. Viera nepotrebuje znamenie. Der Glaube braucht kein Zeichen. Pavel hovorí, my chodíme vierou a nie videním. Apostel Paulus sagt, wir gehen im Glauben und nicht im Schauen. Ale jazyky sú predsa znamením pre niekoho iného. Aber doch ist die Gabe des Zungenredens ein Zeichen für jemand anderen. Pomôžte mi pre koho? Helft mir, für wen ist es ein Zeichen? Čo hovorí Božie slovo? Pre? Was sagt das Wort Gottes für?
pre neveriacich, pre für die Ungläubigen, pre tých, für die, die draußen sind, nicht für uns. Viera nepotrebuje znamenie. Der Glaube braucht kein Zeichen. My nepotrebujeme byť potvrdení, že áno, máme Ducha Svätého. Wir müssen nicht bestätigt werden, ja, es ist so, wir haben den Heiligen Geist. Podľa čoho vieme, že máme Ducha Svätého? Čo myslíte? An was erkennen wir, dass wir den Heiligen Geist haben? Was glaubt ihr? Podľa ovocia. Nach der Frucht. Pán Ježiš hovorí, podľa čoho ich poznáte? Podľa ovocia. Der Herr Jesus sagt, nach was erkennt ihr es? Nach der Frucht. Podľa toho vás pozná svet, že budete mať ovocie Ducha Svätého, teda lásku. An dem wird euch die Welt erkennen, dass ihr die Frucht des Heiligen Geistes habt, also dass ihr Liebe untereinander habt. Nie podľa toho, že budete hovoriť v jazykoch. Nicht nach dem, dass ihr in Zungen reden wirst. Nie podľa toho, že budete vyháňať démonov. Nicht nach dem, dass ihr Dämonen austreiben wirst. Nie podľa toho, že budete mŕtvych dokonca kriesiť. Nicht nach dem, dass sogar letztendlich Tote auferweckt werden. Ale podľa toho, že budete mať lásku medzi sebou. Aber an dem, dass ihr Liebe untereinander habt. Teda nie podľa daru rozoznávame. Also, nicht, wir erkennen nicht anhand der Gaben, ale podľa ovocia. Die Fülle des Geistes, sondern Halleluja. Anhand der Frucht. Radujete sa spolu so mnou? Freut ihr euch mit mir gemeinsam? Ja sa radujem. Ich freue mich. Lebo to je svetlo. Denn das ist Licht. Ja som videl ľudí modliť sa tak v jazykov, že sa priamo až na plafón, na povalu škriabali. Ich habe Menschen so in Zungenreden gesehen, dass sie fast zur Decke gekrochen sind. A tých istých ľudí som videl zomierať bez Boha. Und dieselben Leute sah ich sterben ohne Gott. Vrúhali sa a boli v strašnom stave. Sie fluchten und sie waren in schrecklichem Zustand. Ale viete, čo vždycky mi chýbalo z ich života? Aber wisst ihr, was ich immer vermisst habe in ihrem Leben? Taký malý chlapec som bol a počúval som ich a sledoval som ich. Ich war so ein kleiner Junge und habe sie gehört und habe ihr Leben beobachtet. A nemohol som pochopiť, prečo musí on najprv s manželkou obedovať a deti nepustí k stolu. Und ich verstand nicht, warum er zunächst mit seiner Ehefrau alleine Mittag essen muss und seine Kinder nicht zum Tisch lässt. A potom, keď sa oni najedli a ešte si odgrgli. Und dann, als sie satt waren und noch gerülpst haben. Tak vtedy pustili aj deti k stolu. Dann haben sie auch die Kinder zum Tisch gelassen. Ale sa tak modlili v jazykoch. Haben aber so in Zungen gebetet. Že mnohí by im závideli. Dass viele sie beneidet hätten. Ale jedno mi tam chýba. Aber eins fehlte mir dort. Ovocie. Frucht. Láska. Liebe. Rozumiete? Versteht ihr? Neodsudzujem. Ich verurteile nicht. Len potrebujem, aby sme svetle videli veci. Aber wir benötigen es, die Dinge im Lichte zu beurteilen. Je ovocie Ducha Svätého v tvojom živote? Ist die Frucht des Geistes in deinem Leben? Budeme o ovoci hovoriť zajtra. Morgen werden wir über die Frucht reden. Ak Pán Boh dá milosť a života. Wenn der Herr Gnade und Leben schenkt. Dnes však by som chcel ďalej pokračovať. Heute möchte ich weiter fortfahren. Darmi Ducha Svätého. Mit den Gaben des Geistes. Teda sme si povedali, že tieto jazyky sú na budovanie, osobné budovanie. Also wir haben gesagt, diese Zungen sind zur persönlichen Auferbauung. Ale stáva sa, že Boh dáva prorocké prorocké slovo aj pre obecenstvo cez jazyky. Aber es geschieht, dass Gott auch ein prophetisches Wort auch durch die Gabe der Zungen schenkt. A vtedy hovorí Pavel, ak nie je vykladača v zbore. Und da spricht Paulus in der Situation, wenn es da keinen Ausleger in der Gemeinde gibt. Nech ten, ktorý má tento dar a chce nahlas hovoriť, nech mlčí v zbore. Dass derjenige, der diese Gabe hat und doch laut reden möchte, lieber schweigt in der Gemeinde. Tu vidíme úplne jasne, že jazyky sú na budovanie jednotlivca. Hier sehen wir ganz deutlich, dass die Zungen zur Auferbauung eines Einzelnen sind. Ale v prípade, keď je prorocký odkaz a je tam vykladač, vtedy Boh môže tento dar použiť aj na budovanie ostatných. Aber dann, wenn es eine prophetische Anweisung von Gott gibt und dort eine Auslegung ist, kann derjenige die Gabe benutzen, um auch die anderen zu erbauen. Vlastne dar vykladania jazykov, ten buduje už tých ostatných. Nie ani ten dar
jazykov. Also eigentlich die Gabe der Auslegung baut die anderen auf, nicht die Gabe der Zungenrede selbst. Teda ten vykladáč už buduje to obecenstvo. Also der Ausleger, der baut die Gemeinschaft auf. Teraz ako sa ďalšie dary Ducha Svätého môžu rozvinúť v našom živote? Also wie können sich die weiteren Gaben des Heiligen Geistes in unserem Leben offenbaren? Ja by som začal proroctvom. Ich möchte mit der Prophetie beginnen. Ako môže sa dar proroctva, čo to je proroctvo, prorokovanie? Wie kann die Gabe der Prophetie, was bedeutet es zu prophezeien? Ako môžeme získať tento dar proroctva? Wie können wir diese Gabe der Prophetie erlangen? Ako sa tento dar rozvíja? Wie entwickelt sich diese Gabe? Čo to vlastne dar proroctva je a čo nie je? Was bedeutet eigentlich die Gabe der Prophetie und was bedeutet die Gabe nicht? V mnohých kresťanských kruhoch, in vielen christlichen Kreisen, charizmatických kruhoch, in vielen charismatischen Kreisen, považujú proroctvo za slovo, ktoré povstanú a povedia, takto hovorí Pán. Wird die Gabe der Prophetie als ein Wort genommen, wenn jemand aufsteht und sagt, so spricht der Herr. A potom hovoria, toto sa bude diať, takto sa budú diať veci a toto bude, príde veľké prebudenie. Und dann spricht derjenige, das wird geschehen, so werden die Dinge laufen und es kommt eine große Erweckung. Alebo niekomu do jeho života povedia, vieš čo, budeš veľmi bohatý, veľmi úspešný. Oder sie reden jemand in sein Leben und sagen, weißt du, du wirst sehr reich werden, du wirst sehr erfolgreich sein. Alebo nejaké iné veci niekomu mne bolo raz prorokované. Oder sie sagen andere Sachen, mir zum Beispiel wurde einmal prophezeit. Mal som ísť na jednu cestu do Rakúska. Ich sollte einen Weg, eine Reise nach Österreich antreten. A istý prorok začal prorokovať. Und dieser bestimmte Prophet begann zu prophezeien. A hovorí, videl som veľký výbuch. Und sagte, ich sah einen großen Ausbruch. A potom som videl veľa kvetov. Und dann sah ich viele Blüten. A ja som myslel, no to už všetko na mojom hrobe videl. Und ich dachte, na, das hat alles auf meinem Grab gesehen. Viete, akým strachom som išiel do toho Rakúska? Wisst ihr, mit welcher Angst ich nach Österreich gefahren bin? Žiaden výbuch nebol. Es gab keinen Ausbruch. A žiadne kvety. Und auch keine Blüten. Len tie, čo som manželke podaroval. Nur die, die ich meiner Frau geschenkt habe. A naraz som videl, že nebolo to podľa Boha proroctvo. Und auf einmal sah ich, dass es keine göttliche Prophetie war. Etwas fehlte mir darin. Prinieslo mi to úzkosť, neistotu, strach. Diese Prophezeiung bewirkte in mir eine Enge, eine Unsicherheit und eine Angst. Čo to proroctvo je? Was bedeutet Prophetie? Základom proroctva je Božie slovo. Die Grundlage einer Prophetie ist das Wort Gottes. Konkrétnejšie. Konkréter. Základom prorockého ducha novozákonnej doby je Slovo Pána Ježiša Krista. Die Grundlage des prophetischen Geistes in der neutestamentlichen Zeit ist das Wort des Herrn Jesus Christus. Ako toto proroctvo sa začne vyvíjať v našom živote? Wie beginnt sich diese Prophezeiung in unserem Leben zu entwickeln? 14. kapitole Jánovho Evanjelia hovorí Božie slovo tak. Johannes 14 spricht das Wort Gottes folgendermaßen. 21. verši hovorí. Im 21. vers. Ten ma miluje, kto moje slova zachováva, teda naplňa moje slovo. Der mich liebt, das ist derjenige, der mein Wort hält. Ten ma miluje, inými slovami hovorí Pán Ježiš, kto nielen hovorí moje slova, ale kto ich prežíva a pravdou sú tieto slova v jeho živote. Also mit anderen Worten gesagt, der Herr Jesus spricht, derjenige ist es, der mich liebt, der nicht nur meine Worte spricht, sondern der meine Worte in seinem Leben zu Tat werden lässt, erlebt. Ďalej hovorí Pavel Apoštol, nech slova Kristove prebývajú vo vás, ako? Bohate. Weiter spricht der Apostel Paulus, lasst das Wort Gottes, wie in euch wohnen, reichlich in euch wohnen. Ten, kto prorokuje, alebo ten, kto sa považuje za proroka, derjenige, der prophezeit oder der sich als ein Prophet sieht, mal by
všetky výroky Pána Ježiša Krista vedie naspamäť. Výroky. Derjenige, der sich als Prophet erkennt oder als Prophet sieht, sollte alle Aussagen des Herrn Jesus auswendig wissen. A tak veľmi by mal milovať výroky Pána Ježiša Krista. Und müsste so die Aussagen des Herrn Jesus lieben. O jeho výrokoch, o jeho slovách, ktoré Pán Ježiš vyriekol, by mal premýšľať dňom i nocou. So dass er über die Aussagen, die der Herr Jesus getan hat, Nacht und Tag nachdenken sollte. A nie len premýšľať, ale tieto výroky Ježiša Krista, sondern die Aussagen des Herrn Jesus Christus, mali by byť pravdou a ameň v jeho osobnom živote. Sollten ja und amen in seinem Leben sein. A bohate by mali tieto slová Ježiša Krista prebývať v ňom. Und reichlich sollten diese Worte Jesu in ihm bleiben. A potom aj všetky ďalšie texty Božieho slova, ktoré hovorí Pavel apoštol, ktoré hovoria ostatní apoštolovia v písme. Und dann auch alle weiteren Texte in der Schrift, die Apostel Paulus und die anderen Apostel reden. Ale v súlade s Duchom Kristovým, to znamená v plnom súlade s tým, čo Pán Ježiš Kristus povedal. Aber in der völligen Harmonie mit dem Geist Jesu, also in der völligen Harmonie mit dem, was der Herr Jesus gesagt hat. Lebo my sme nevzali Ducha Apoštola Pavla. Denn wir haben nicht den Geist des Apostel Paulus genommen. My sme nevzali Ducha Apoštola Petra. Wir haben nicht den Geist des Apostel Petrus empfangen. Ale my sme vzali Ducha Pána Ježiša Krista, Ducha Svätého. Aber wir haben den Geist des Herrn Jesus Christus bekommen, den Heiligen Geist. A keď čítame Petrove a Pavlove listy, und wenn wir die Briefe des Petrus und des Paulus lesen, vnímame, že Pavel má výhrady voči Petrovi, dann empfinden wir, dass Paulus Anmerkungen hat gegenüber Petrus. A Pavel hovorí, Peter sa uťahoval a ja som mu do tváre musel povedať, že je pokrytec. Und Paulus sagt, Petrus hat begonnen zu heucheln und ich musste ihm ins Gesicht reinsagen, dass er heuchelt. A Peter zase vo svojom liste hovorí, Pavlové listy sú veľmi ťažké a mnohí si ich prekrúcajú na svoju vlastnú potrebu. Und Petrus sagt wieder an einer anderen Stelle, die Briefe des Paulus sind sehr schwer zu verstehen und viele Ungelehrige verdrehen diese Worte zu ihrer eigenen Verdammnis. A niekedy, keď počúvam kázanie niektorých teológov, tak mám dojem, že oni neuverili Pána Ježiša Krista, ale uverili Pavla apoštola. Aber wenn ich manche Theologen höre, dann habe ich den Eindruck, sie haben nicht an Jesus Christus geglaubt. Sie glauben nicht an Jesus Christus, sondern sie glauben an Paulus oder an Petrus. A to je veľmi vážna vec, čo vám hovorím. Und das ist eine sehr wichtige Sache, die ich euch sage. Celé Božie slovo je Božie slovo. Das ganze Wort Gottes ist das Wort Gottes. Ale fundamentom Božieho slova je slovo Ježiša Krista. Aber das Fundament des Wortes Gottes ist das Wort Jesu Christi. On je tým základom. Er ist die Grundlage. A chceme správne chápať Pavla apoštola, správne chápať Petra apoštola, Jakoba. Wenn wir in richtiger Art und Weise den Apostel Paulus, Petrus oder Jakobus verstehen wollen, my musíme byť plní slova Kristovho. Dann müssen wir gefüllt sein mit den Worten Jesu Christi. A vtedy vieme správne pochopiť Pavla i Petra i Jakuba i Jána. Und dann ist es uns möglich, Halleluja. Petrus, Paulus und Jakobus und alle anderen richtig zu verstehen. Radujete sa z toho, čo Freut ihr euch darüber, was ich euch sage? Ja mám veľkú radosť. Ich habe eine große Freude. Lebo to je svetlo. Weil das ist Licht. Preto je toľko rôznic medzi kresťanmi. Darum gibt es so viel Zwiespalt unter den Christen. Ja som Pavlov. Ich bin Paulisch. Ja som Petrov, Kefášov. Ich bin Kefisch. A ja som Kristov. Und ich bin Christisch. Buďme všetci Kristovi. Seien wir alle Christisch. Vážime si aj Pavla, aj Petra. Wir schätzen Paulus, wir schätzen Petrus. Vážime si všetkých služobníkov Božích. Wir schätzen alle Diener Gottes. Ale my sme nie v služobníkov Božích uverili, ale v Pána Ježiša Krista. Wir sind aber nicht zum Glauben an die einzelnen Diener Gottes gekommen, sondern an Jesus Christus. Preto základom prorockého ducha je Pán Ježiš Kristus a jeho sväté živé slovo. Darum ist die Grundlage des prophetischen Geistes der Herr Jesus Christus und sein lebendiges Wort. A preto Pavel hovorí, nech slovo Kristovo bohate vo vás prebýva. Darum sagt Paulus, lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Kvôli čomu je potrebné, aby bohate? Warum ist es notwendig reichlich? Vzhľadom na prorockého ducha. Und zwar im Hinblick auf den prophetischen Geist. Lebo Pán Ježiš zasľúbil. Denn der Herr Jesus hat verheißen.
Že keď Otec pošle toho tešiteľa, toho ducha pravdy, wenn der Vater euch den Tröster, den Geist der Wahrheit senden wird, on vám čo urobí? Pripomenie všetko, čo som povedal. Was wird er tun? Er wird euch all das tak erinnern, je. Was ich gesagt habe. Tak je. So ist es. Preto potrebujeme byť plní slova Kristovho, aby Duch Svätý nám pripomenul, čo on povedal. Darum ist es nötig für uns, voll des Wortes Christi zu sein, dass uns der Heilige Geist erinnern kann, das, was er gesagt hat. Lebo keď nevieme, čo Kristus povedal, čo nám Duch Svätý bude pripomínať? Denn wenn wir nicht wissen, was Christus gesprochen hat, was wird uns der Heilige Geist erinnern? Ale keď poznáme slovo Kristovo a bohate v nás prebýva, aber wenn wir das Wort Christi erkennen und wenn es reichlich in uns wohnt, prídeme do rôznych situácií života, kommen wir in verschiedene Lebenssituationen, a vieme, čo o tom Pán Ježiš Kristus povedal. Und wir wissen, was der Herr Jesus darüber sagen würde. Prídeme do situácií, keď ti niekto dá za ucho na jedno líce. Du kommst in eine Situation, wo dir jemand eine in das Ohr gibt. A teraz čo nám príde na mysel? Nun, was kommt uns in den Sinn? Slovo Kristovo alebo slovo Pavlovo? Das Wort Christi oder das Wort des Paulus? Pavel hovorí, nebuďte nič nikomu dlžní. Paulus sagt, seid niemand etwas schuldig. Kristus hovorí, nastav aj to druhé. Christus sagt, reich ihm noch die andere Wange. Ale môže sa stať, že Duch Svätý nám pripomenie na základe toho Kristovo učenia aj Pavlove slova. Aber es kann sein, dass uns der Heilige Geist aufgrund der Worte Christi auch Paulus seine Worte erinnert. Alebo dokonca nám pripomenie to, čo povedal Samuel, ja neviem, Saulovi. Oder schlussendlich erinnert uns zum Beispiel an das, was Samuel Saul gesagt hat. Ale všetko má základ v Ježišovi Kristovi. Aber alles hat eine Grundlage in Jesus Christus. Každé prorocké slovo má základ v Pánu Ježišovi Kristovi. Jedes prophetische Wort hat die Grundlage in Jesus Christus. Preto hovorí Pavel, nikto nemôže povedať Pán Ježiš len v Duchu Svätom. Darum spricht Paulus, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Teda duch prorocký je základom ducha prorockého, je vlastne Božie slovo, slovo Kristovo, ktoré nám pripomína Duch Svätý v tej danej situácii. Also die Grundlage des prophetischen Wortes ist das Wort des Herrn Jesus, was uns in der gegebenen Situation erinnert wird. A potom hovorí, a bude vám zvestovať aj budúce veci. Und dann spricht er wird euch auch zukünftige Dinge Vidíte? Offenbaren, seht ihr? Až teraz prichádzajú tie budúce veci. Erst jetzt kommen die zukünftigen Dinge. Najprv vám pripomenie to, čo som ja vám povedal. Erst erinnert euch an das, was ich euch gesagt habe. A potom vám bude zvestovať aj budúce veci. Und dann wird er euch auch zukünftige Dinge offenbaren. A preto mám veľké otázniky nad proroctvami, ktoré zaznievajú, keď nie je prorokované a pripomínané slovo Kristovo. Und darum habe ich ein großes Fragezeichen über Prophetien, die ausgesandt werden, wo nicht als Grundlage der Prophetie das Wort Christi gilt. A hneď sa hovorí, budeš tak a tam pôjdeš a to bude. Aber gleich ausgesprochen wird, es wird so geschehen und du wirst dort und dorthin gehen. Skôr to môže pripadať k veštbe ako k proroctvu. Že môže sa to viac podobať k veštbe o budúcnosti ako proroctvu. Das hat eher den Anschein des Wahrsagens als der Prophetie. Neviem, či so mnou súhlasíte, ale ich weiß nicht, ob ihr mit mir übereinstimmt. Viem, prečo tak hovorím. Aber ich weiß, warum ich das sage. Lebo viem, že Duch Svätý si robí nárok na slovo Kristovo. Weil ich weiß, dass der Heilige Geist seinen Anspruch auf das Wort Jesus stellt. Ako sa môže stať, že my pripomíname, ako ten duch prorocký sa pustí, alebo ako naštartuje ten duch prorocký v našom živote? Wie kann sein, dass dieser prophetische Geist anfängt in unserem Leben zu wirken?
Možno že niekto z vás túži mať tento dar. Vielleicht sehnt sich jemand unter euch nach dieser Gabe. Aj Pavel hovorí, chcel by som, aby by ste všetci prorokovali. Auch Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle prophetisch reden könnt. Ako môžeme všetci prorokovať? Wie können wir alle prophetisch reden? Jak by sa to mohlo stať? Wie könnte dieses geschehen? Viete, na to, aby Pán Boh ti dal nejaký dar, tak ty musíš mať na to prázdnu svoju dlaň, aby si to prijal. Weißt du dazu, dass Gott dir eine Gabe geben möchte, dazu musst du eine dein leeres Gefäß haben, um das anzunehmen. Musíš mať bázu, kde ti miesto, kde ti ten dar zloží. Du musst eine Basis, einen Raum haben, wo er dir diese Gabe geben kann. Ako môžeme otvoriť svoje vnútro? Ako môže ten prorocký dar nájsť miesto v našom srdci? Wie können wir unseres Inneres öffnen? Wie kann diese prophetische Gabe einen Raum in unserem Herzen finden? Ja vám prezradím, ako to Duch Svätý mne zjavil. Ich verrate euch das, wie der Heilige Geist mir das offenbarte. Posúďte to. Beurteilt das. V žalmoch je napísané jedno slovo. Es steht in den Psalmen ein Wort. Je to v druhom žalme. Im zweiten Psalm. Neviem, ako je to v nemčine. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt. Môžete hneď pozrieť. Wir können mal schauen. Ale v mojej Biblii je v tomto druhom žalme. Aber in meiner Bibel ist hier im zweiten Psalm. Takéto slovo. Das Wort folgendermaßen. Je to 12. verš. Psalm 2, vers 12. Ľúbajte syna, aby sa nerozhneval a pohynuli by ste na ceste. Küsset den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommet auf dem Weg. V anglickom preklade som čítal a tam bolo, že boskajte syna, kiss son. In der englischen Übersetzung ist es so wie in der deutschen, küsset den Sohn. Neviem, ako to máte vy vo vašom nemeckom. Tiež je to boskajte syna. Viete, duch prorocký funguje na základe pána, lásky k Pánu Ježišovi. Wisst ihr, die Gabe der Prophezie funktioniert auf Grundlage der Liebe zum Herrn Jesus. Písmo hovorí, boskajte syna. Die Schrift sagt, küsse den Sohn. Viete, boskanie syna to nie je také ako z rýchlika, že... Wisst ihr, den Sohn zu küssen, das ist nicht so eine schnell vorübergehende Angelegenheit. Vy dospelí, ktorí máte svoje mužovia, ktorí máte svoje manželky. A ihr erwachsenen Männer, die ihr eure Frauen habt. Vy viete, že čo znamená bosk. Ihr wisst, was ein Kuss bedeutet. To je vyjadrenie hlbokého vzťahu jeden k druhému. Das ist der Ausdruck einer tiefen Zuneigung des einen zum anderen. To je položenie úst na ústa. Das ist das Legen der Lippen auf die Lippen. A vyjadrenie toho vrúceného vzťahu jeden k druhému. Und ein Ausdruck dieser innigen Beziehung des einen zum anderen. Keď je tu v 12. verši hovorené o tom, že boskajte syna. Wenn hier im 12. Vers darüber geschrieben wird, küsse den Sohn. To, čo vám hovorím, to mi Duch Svätý zjavil. Das, was ich euch jetzt sage, hat mir der Geist Gottes offenbart. To je vyjadrenie svojho vrúcneho vzťahu, hlbokého vzťahu k nášmu Pánovi. Das ist ein Ausdruck unserer tiefen, innigen Beziehung zum Herrn. To je položenie svojich úst na jeho ústa. Und zwar ist das ein Legen unserer Lippen auf seine Lippen. Viete, unseres Mundes auf seinen Mund. To je takmer splývajú ústa jeden s druhým. Das ist, wenn die Lippen ineinander fließen. A o to ide. Und um das geht es. Keď prorokujeme, tak milujeme Pána Ježiša. Wenn wir prophezeien, dann lieben wir den Herrn Jesus so, že naše ústa splývajú s jeho ústami. Dass unsere Lippen mit seinen Lippen zusammenfließen. Tak ho milujeme. So lieben wir ihn. Že my neprorokujeme svoje vlastné žiadosti a túžby. Dass wir nicht unsere eigenen Bedürfnisse und unsere eigenen Sehnsüchte prophezeien. Ale naše ústa sa stávajú jeho ústami. Aber unsere Lippen werden zu seinen Lippen. A naraz sa naplňa to, čo hovorí Pavel apoštol. Und auf einmal erfüllt sich das, was Apostel Paulus sagt. Na mieste Kristovom stojíme.
An Christi Stadt stehen wir. Už nie na mieste nejakej miestnej cirkvi, alebo na mieste nejakej religiozity, ale na mieste Kristovom stojíme. Wir stehen nicht mehr anstatt einer Religiosität, anstatt einer örtlichen Gemeinde, sondern anstatt Christi. Ako keby sám Kristus tu stál. So wie wenn Christus hier selbst stehen würde. Ako keby jeho ústa hovorili. So wie wenn sein Mund sprechen würde. Prosíme vás, zmierte sa s Bohom. Ich bitte euch, versöhnet euch mit Gott. Rozumiete tomu? Versteht ihr das? Tak môžeme prorokovať. So können wir prophezeien. Že ho milujeme. Dass wir ihn lieben. Vyjadrujeme ten hlboký vzťah k nemu a k jeho slovu. Wir drücken diese tiefe Beziehung zu ihm und zu seinem Wort aus. A v tej danej situácii, v tej láske Kristovej, ako keby Kristus tu jeho vôľu, to jeho srdce prejavujeme a und hovoríme. In dieser gegebenen Situation, so wie wenn Christus, wenn wir sein Wort, sein Herz offenbaren, weitergeben. Pre mňa sú to poklady. Für mich sind das Schätze. Sú to perly. Das sind Perlen. Cítim sa nehodný. Ich fühle mich unwürdig. Keď o tom hovorí. Wenn ich über das rede. Ale moje srdce miluje je. Aber mein Herz liebt ihn. A to, čo vám hovorím, nehovorím pre svoju vôľu. Und das, was ich euch sage, das sage ich nicht um meinen eigenen Willen. Ale tak cítim a vnímam, že je to jeho srdce, ktoré hovorí cez moje ústa. Aber so fühle ich und empfinde, dass es sein Herz ist, was durch meinen Mund spricht. Toto je služba prorocká. Das ist prophetischer Dienst. A Pavel hovorí, chcem, aby ste všetci prorokovali. Und Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle prophetisch redet. Lebo keď všetci budete prorokovať. Weil wenn ihr alle prophezeien werdet. Z každého jedného vášho života budú ľudia cítiť prítomnosť Ježíša Krista. Dann werden die Leute an einem jeden Leben unter euch die Gegenwart Gottes verspüren. Und um das geht es. A tu nejde o nás. Hier geht es nicht um uns. Tu ide o neho. Hier geht es um ihn. A keď k týmto veciam pripodobním tie lacné proroctvá, ktoré mnohokrát zaznievajú. Und wenn ich zu diesen Dingen diese billigen Prophetien, die oft ausgesendet werden, vergleiche, tak vidím, že vôbec nepochopili dar proroctví. Dann sehe ich, dass sie überhaupt nicht die Gabe der Prophetie begriffen haben. Chcel by som hovoriť ďalej o dare uzdravovania. Ich möchte weiter von der Gabe der Heilung reden. Keď mnohokrát vidím tých služobníkov, ktorí prichádzajú a hovoria, že majú dar uzdravovania. Wenn ich oft so die Diener Gottes sehe, die sprechen, sie haben die Gabe der Heilung. Dávam si otázku vôbec, kto týchto ľudí poslal. Dann stelle ich oft ein Fragezeichen, wer hat diese Leute gesandt? O čo ide vlastne týmto ľuďom? Um was geht es diesen Leuten eigentlich? Prichádzajú ako veľkí majstri. Sie kommen als ein großer Meister. Skladajú svoje ruky. Sie legen ihre Hände. A niektorí za každú cenu chcú prejaviť, aká moc Božia je na nich. Keď niektorí nepadnú pod ich rukami, tak ešte sotia do neho. Und manche möchten um allen Preis zeigen, welche Macht Gottes in ihnen ist. Wenn jemand unter ihrer Berührung nicht zu Boden fällt, dann stoßen sie ihn noch, dass er wirklich fällt. Aby bolo zjavné, pod akou mocou Božou pracujú títo ľudia. Dass es offenbar sei, unter welcher Macht Gottes diese Menschen arbeiten. A vôbec ich nezaujíma, že tí ľudia, ktorí za ktorých sa modlili, či prežili niečo alebo neprežili. Und es interessiert sie überhaupt nicht, was die Leute, für die sie beten, erlebt haben, ob sie etwas erlebt haben oder nicht. Tí, ktorí prišli na vozíčkoch, takisto na vozíčkoch ich Diejenigen, die im Rollstuhl daherkamen, werden genauso im Rollstuhl wieder weggebracht. Prišli s fyzickými problémami, odchádzajú už aj s psychickými problémami. Diejenigen, die mit physischen Problemen gekommen sind, gehen auch noch mit psychischen Problemen davon. Aj s duchovnými problémami. Auch mit geistlichen Problemen. Lebo si myslia, že Pán Boh ich nemiluje. Denn sie denken, der Herr Jesus liebt sie nicht. Ako funguje dar uzdravenia? Wie funktioniert die Gabe der Heilung?
Pozrime sa na Pána Ježiša. Schauen wir auf den Herrn Jesus. Keď Pán Ježiš Kristus prišiel k hrobu Lazarovmu. Als der Herr Jesus Christus zum Grab des Lazarus kam. Prišiel k tej k otvoru toho hrobu a povedal. Kam zu dieser Öffnung des Grabes und sprach. Pozrite sa, ja som Boží syn. Schaut mal, ich bin Gottes Sohn. A na to znamenie Lazare, poď von. Tak to bolo? Und auf dieses Zeichen hin, Lazarus, komm heraus, war das so? Nie. Nein. Žiadne šarlatánstvo. Keine Scharlatane. Žiadna nejaká bezduchá moc. Keine ungeistliche Macht. Pán Ježiš Kristus ponajprv predovšetkým zaplakal. Als erstes, als am Anfang hat der Herr Jesus als allererstes geweint. Keď videl tých Židov, ako plačú pri hrobe Lazarovom. Als er die Juden sah, die dort weinten am Grab des Lazarus. Jeho srdce sa pohlo. Wurde sein Herz bewegt. A plakal. Und er weinte. On vedel, že Lazar vstane. Er wusste, dass Lazarus aufstehen wird. Ale mal súcit s tými ľuďmi. Aber er hatte Mitleid mit diesen Menschen. On vedel plakať s plačúcimi. Er konnte weinen mit den Weinenden. On sa vedel radovať s radujúcimi. Er wusste auch sich zu freuen mit den Freunden. A potom povedal modlitbu k Otcovi. Und dann sprach er ein Gebet zum Vater. Utrel svoje slzy. Er trocknete seine Tränen. A túžil osláviť svojho nebeského Otca. Und sehnte sich danach, seinen himmlischen Vater zu verherrlichen. Povedal, odvalte kameň. Und er sprach, rollt den Stein davon. Odbúrajte svoju neveru. Reißt euren Unglauben nieder. Až keď bol odvalený kameň, erst als der Stein davon gerollt wurde, ak boli znaky viery, a dôvery v Pána. Und erst als die Zeichen des Glaubens und des Vertrauens zum Herrn Jesus sichtbar wurden, až tedy autorita jeho slova začínala pôsobiť. Dann erst begann die Autorität seines Wortes wirksam zu werden. Nemôže sa stať div a zázrak es v tvojom živote. Es kann kein Wunder in deinem Leben passieren, ak je tam kameň pochybnosti v tvojom živote. Solange der Stein des Zweifels in deinem Leben ist. Na znak viery potrebuješ pochybnosť dať bokom. Als Zeichen des Glaubens musst du den Zweifel auf die Seite tun. A dať priestor k tomu, aby zaznelo Božie slovo. Und musst du Raum dazu geben, dass Gottes Wort erklingen kann. Keď prišli k Pánu Ježišovi slepí. Als die Blinden zum Herrn Jesus kamen. Alebo malomocní. Oder die Gichtbrüchtigen. Keď prišli za ním nemocní. Und die Kranken zu ihm kamen. Často je písané v písme a Ježiš ľútosťou hnutý. Und es ist oft geschrieben in der Schrift, der Herr Jesus wurde durch Mitleid bewegt. Vidíte, základ pre službu daru uzdravovania je vnútorná ľútosť podľa Boha. Seht ihr, die Grundlage des Dienstes der Heilung ist das innere Mitgefühl, das Bewegtsein durchs Mitgefühl. Dôvera v Boha, že Boh je mocný tento problém vyriešiť. Und das Vertrauen zu Gott, dass Gott mächtig ist, dieses Problem zu lösen. Ale vidíme, že Pán Ježiš nikdy neostáva len pri ľútosti. Aber wir sehen, dass der Herr Jesus nie nur bei dem Mitleid stehen geblieben ist. Ale ten súcit je taká báza, z ktorej sa Pán Ježiš pohýňa. Aber dieses Mitgefühl ist so eine Basis, von der aus der Herr Jesus sich bewegt. A keď ja vidím mnohokrát tých, ktorí sa modlia za uzdravenie. Und wenn ich so manchmal sehe, wie so manche Leute um Heilung beten. Veľmi málokrát mám dojem z toho, že tí ľudia, tí modlitevníci alebo tí uzdravovači majú súcit s tými ľuďmi. Habe ich sehr wenig, sehr selten den Eindruck, dass diese Beter, die um Heilung beten, Mitgefühl, Barmherzigkeit mit den Menschen haben, für die sie beten. Ale pri Pánu Ježišovi Kristovi to bolo vždy jasné, že Ježiš bol ľútosťou. Aber beim Herrn Jesus Christus war es immer klar, dass er in seinem Innersten mitleidig war. Keď Pán Ježiš tou ľútosťou hnutý pohol sa smerom k tomuto chorému.
Als der Herr Jesus bewegt durch dieses Mitleid war, bewegte er sich in Richtung dieses Kranken. Díval sa na svojho nebeského Otca. Er schaute auf seinen himmlischen Vater. A chcel osláviť svojho nebeského Otca. Und wollte seinen himmlischen Vater verherrlichen. To bola jeho jediná túžba, aby on bol oslávený. Das war sein einziges Verlangen, dass er verherrlicht wird. To bol štartovací bod v jeho živote. Das war der Startpunkt in seinem Leben. A to bol aj cieľ jeho života. Und das war auch das Ziel seines Lebens. Sláva nebeského Otca. Die Ehre des himmlischen Vaters. Preto mnohokrát Pán Boh zvláštnym spôsobom pôsobí. Darum wirkt Gott oft auf eine sonderbare Art und Weise. Aj týmto darom uzdravovania. Auch mit dieser Gabe der Heilung. Spomínam si, ako pri jednej príležitosti. Ich erinnere mich an eine Gelegenheit. Pán Boh poslal ku nám mladých manželov. Gott hat ein junges Ehepaar zu uns geschickt. A títo mladí manželia hovorili: Pán kazateľ, počuli sme o vás, že sa modlíte za nemocný. Und dieses junge Ehepaar sprach: Herr Prediger, wir haben gehört, dass Sie für Kranke beten. My by sme vás poprosili, aj vám cestu zaplatíme, len príďte, pomodlite sa za nášho dvojročného chlapčeka. Wir bitten Sie und wir möchten Ihnen auch den Weg bezahlen. Kommt doch in unser Haus und betet für unseren zweijährigen Jungen. Nemohli sme ho doniesť sem so sebou, lebo už 2 roky leží v postielke a je vyviazaný. Wir haben ihn nicht mitbringen können, weil er liegt schon 2 Jahre im Bett und ist angebunden. On sa nikdy nehral ešte. Er hat noch nie spielen können. A keď jeho rúčky sa vyslobodia z tých z toho poviazania, tak v momente všetko strhá, všetku kožu zo svojho tela. Und in dem Moment, wenn wir seine Hände von dem angebundenen Zustand loslösen, dann wird er momentan alles von seinem Körper runterreißen. Naše dieťa je tam vyviazané rozpetými rukami už 2 roky. Angebunden mit ausgebreiteten Händen liegt unser Kind schon 2 Jahre im Bett. A vidíme, ako keby Krista sme videli na kríži trpieť. Und es ist uns so, wie wenn wir Christus am Kreuz leiden sehen. Pohlo to moje srdce. Es hat mein Herz bewegt. Plakal som. Ich weinte. Vedel som, že nič nezmôžem. Und ich wusste, ich kann nichts tun. A vôbec som si nemyslel, že mám dar uzdravovania. Und ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass ich die Gabe der Krankenheilung hätte. A keď som prišiel tam do tej rodinky. Und als ich in diese Familie hineinkam. Skutočne to bolo tak. Es war tatsächlich so. Dieťa spalo v postielke. Das Kind schlief im Bettchen. Bola samá rana. Ekzém. Der ganze Körper war voll mit Ekzém, Wund. Kúse celé telo v ekzéme. Die ganzen Teile seines Körpers waren mit Ekzém besät. To dieťa trpelo dňom i nocou. Das Kind litt Tag und Nacht. A rodičia hovorili: Pán kazateľ, my sme už všetko, čo sme mali, všetko sme dali na lekárov. Nemáme nič, sme und ako kostolné myši. Die Eltern sagten, wir haben all unser Besitz, alles, was wir hatten, schon in die Kunst der Ärzte gegeben. Wir haben nichts mehr, wir sind arm wie Kirchenmäuse. Aspoň jednu modlitbu povedzte za neho. Bitte, bete wenigstens ein Gebet für dieses Kind. V tej svojej bezmocnosti zodvihol som ruky. In meiner Ohnmacht hob ich meine Hände. A šeptom, aby som to dieťa nezobudil, volal som k živému Bohu. Und flüsternd, um das Kind nicht aufzuwecken, rief ich zum lebendigen Gott. A som prosil: Pane, ja neviem riešenie. Und ich betete: Herr, ich weiß keine Lösung. Ale ty daj riešenie pre toto dieťa. Aber gib du die Lösung für dieses Kind. Ty daj vyslobodenie tomuto dieťaťu. Gib du die Erlösung für dieses Kind. Skončil som svoj modlit. Ich habe mein Gebet beendet. Povzbudil som otca i matku. Und ich habe den Vater und die Mutter ermuntert. Aby dôverovali Pánu Ježišovi celým srdcom. Dass sie von ganzem Herzen an dem Herrn Jesus vertrauen sollen.
Odišiel som domov. Dann ging ich nach Hause. A od tej chvíli som musel na to dieťa mysleť. Und von der Stunde an musste ich ständig an dieses Kind denken. Ale na druhý deň som mal povinnosť ísť do Bratislavy. Aber an anderen Tag hatte ich eine Arbeit in Bratislava zu verrichten. A prišiel som do jednej rodine, ktorej som nikdy predtým nebol. Und so kam ich in eine Familie, wo ich nie zuvor gewesen bin. A pretože som stále musel na toto dieťa mysleť. Und weil ich immer an dieses Kind denken musste. Tak som povedal to, čo prežívam tejto rodine. Dann habe ich das, was ich momentan erlebt habe, dieser Familie erzählt. A tá domáca pani hovorí, no ja som detská doktorka. Und diese Hausfrau sagte, no ich bin Kinderärztin. Študovala som v Anglii. Ich habe in England studiert. A viem, prečo mi to hovoríte všetko. Und ich weiß, warum sie mir das alles sagen. Lebo teraz som si spomenula na jednu mastičku. Weil momentan denke ich an eine Salbe, ktorú viem, že keď použijete pri tomto dieťati, tak to pomôže. Von der ich weiß, wenn die bei dem Kind zur Anwendung kommt, dann hilft sie. Ja som videl, že Boh dáva takéto riešenie. Und ich sah, dass Gott so eine Lösung schenkte. A hovorí, práve mám z tej mastičky doma. Nie je toho mnoho. Und sie sagt, ich habe noch einen Rest von dieser Salbe, obwohl es nicht mehr viel ist. Je to len polovička tuby. Es ist noch eine halbe Tube. To by nesmelo sa dávať deťom. Das dürfte man Kindern nicht abreichen. Ale keď to budete robiť vierou. Aber wenn sie das im Glauben tun werden. A s istotou, že Boh sa k tomu prizná. Und in der Gewissheit, dass Gott sich dazu bekennen wird. Môže to byť dobrým riešením. Dann kann es zu einer guten Lösung kommen. To prvé bolo, že som išiel k ním, doniesol som tú mastičku. Das erste war, dass ich ihnen diese Salbe gebracht habe. A povedal som im, keď bude dieťa spať, ponatierajte celé to dieťa s tou maskou. Und ich sagte, wenn das Kind schlafen wird, dann werdet ihr das ganze Kind, dann salbt dieses ganze Kind mit der Salbe. A modlil som sa. Und ich betete. A volal som k Pánu. Und ich rief zum Herrn. O dva týždne prídu títo mladí ľudia ku mne. Nach zwei Wochen kamen diese jungen Leute zu mir. Plakali. Weinten. Obidvaja plakali. Beide weinten. Na rukách držali dieťa. Sie hielten ihr Kind in den Armen. A dieťa malo v ruke hračku. Das Kind hatte ein Spielzeug in der Hand. A hovorí, pozrite, pán kazateľ. Und sie sagten, schauen Sie. Naše dieťa sa nikdy nemohlo hrať so žiadnou hračkou. Das Kind konnte niemals mit einem Spielzeug spielen. Pozrite sa, žiadna chrasta na ňom. Schaut mal, es ist kein Ekzem mehr im Kind Boží. Zu sehen. Es ist Gottes Wunder. Sláva Bohu. Preis dem Herrn. Do dnešného dňa viem, že to dieťa je čisté. Ich weiß, dass das Kind bis zum heutigen Tag geheilt ist. Ja som viedol týchto rodičov k tomu, aby prijali Pána Ježiša. Ich habe diese Eltern dahin geführt, dass sie den Herrn Jesus in ihr Leben aufnehmen. Ale vzniklo tam jedno veľké nebezpečie. Aber es kam dort eine sehr große Gefahr. A ja vám to veľmi úprimne a otvorene vyznám. Und sehr aufrichtig und sehr aufrichtig und offen erzähle ich euch dieses. Oni mali takú radosť a takú vďačnosť za to, čo sa stalo. Sie hatten so eine Freude und so eine Dankbarkeit über das, was passiert ist. Že čo im ešte sliepky behali po dvore, to všetko chceli zabiť a všetko mi to chceli dať. Selbst die Hühner, die noch in ihrem Hof gelaufen sind, die wollten sie alle schlachten und mir schenken. Proste z tej vďačnosti. Also aus der Dankbarkeit. A vtedy mi povedal Duch Svätý, ty viac sem neprídeš. Und da sprach der Geist Gottes zu mir, du wirst hier weiter nicht in dieses Haus gehen. Oni musia pochopiť, že to bol som ja, a nie tí, ktorí im pomohol. Sie müssen begreifen, dass ich es gewesen bin und nicht du, der ihnen geholfen hat. A skutočne viem, že tento chlapec je už teraz dospelý. Und ich weiß nun, dass dieser Junge inzwischen erwachsen ist. Lebo toto sa stalo asi pred 17-18 rokmi. Denn dieses ist circa vor 17-18 Jahren geschehen. A tento chlapec je čistý. Und dieser Junge ist rein. A nikdy viac sa mu táto nemoc nevrátila. Nie wieder kam diese Krankheit auf ihn zurück. Pán Boh má rôzne spôsoby. Gott hat verschiedene Art und Weise. Včera som hovoril o tom, že Duch Svätý v momente ma uzdravil. Gestern habe ich darüber gesprochen, wie der Geist Gottes mich im Moment geheilt hat. Moju zranenú chorú chrbticu v momente uzdravil. Mein krankes Rückgrat hat er momentan geheilt. Boh vie aj tým spôsobom, aj iným spôsobom. On má rôzne spôsoby na to, aby svoje uzdravenie dal. Gott kann auf die eine oder auf die andere Methode heilen. Er hat verschiedene Methoden der Heilung.
Viete, čo by sa bolo stalo, keby len bez tej mastičky na jednu modlitbu bolo uzdravené to dieťa? Wisst ihr, was passiert wäre, wenn dieses Kind nur aufgrund des einen Gebetes geheilt worden wäre ohne der Salbe? Tá mladá rodina by sa dostala do pokušenia, aby ma zbožňovala. Diese junge Familie würde in die Gefahr kommen, mich zu vergöttern. A Pán Boh chránil ma od tohoto. Und Gott schützte mich davor. Lebo Boh je žiarlivý Boh. Denn Gott ist ein eifernder Gott. A on svojej slávy nikomu nedá. Er wird seine Ehre niemand anderem geben. A preto dal toto riešenie. Und darum hat er diese Lösung geschenkt. Ale dieťa sa uzdravilo. Aber das Kind wurde geheilt. Halleluja. Dobrý je Pán. Gut ist der Herr. Veľmi nám beží ten čas. Die Zeit verrinnt sehr schnell. A ešte máme toľko darov. Wir haben noch so viele Gaben. O ktorých by sme mali hovoriť. Über die wir reden sollten. Tentokrát len toľko. Genug für dieses Mal. Budeme sa modliť. Wir werden beten. Náš drahý nebeský Otče. Unser teurer himmlischer Vater. Z celého srdca ti ďakujeme za nášho drahého Pána Ježiša Krista. Von ganzem Herzen danken wir dir für unseren teuren Herrn Jesus Christus. Ktorého si nám daroval. Den du uns geschenkt hast. Ako základ našej viery. Als Grundlage unseres Glaubens. Základ nášho spasenia. Grundlage unserer Errettung. Základ našej večnosti. Grundlage unserer Ewigkeit. Chvála ti. Ehre sei dir. Milujeme ho. Wir lieben dich. Milujeme ťa, náš drahý Pane Ježišu. Wir lieben dich, du teurer Herr Jesus Christus. Boskáme ťa. Wir küssen dich. Túžime žiť v blízkosti teba. Wir sehnen uns danach, in deiner Nähe zu leben. Túžime potom, aby naše srdce bolo blízko tvojho srdca. Wir sehnen uns danach, dass unser Herz in deiner Nähe verweilen kann. Túžime, aby naše ústa sa stali tvojimi ústami. Wir sehnen uns danach, dass unser Mund zu deinem Mund werden kann. Aby sme nie vo svojej vlastnej sile alebo vzhľadom na naše ego prorokovali. Dass wir nicht aus unserer Kraft heraus oder im Hinblick auf unser eigenes Ego prophezeien. Ale vzhľadom na tvoje srdce. Aber im Hinblick auf dein Herz. Na tvoje záujmy. Im Hinblick auf deine Interessen. Pod vedením tvojho svätého Ducha. Unter der Leitung deines Heiligen Geistes. Ktorý nám pripomína všetko, čo si povedal. Der uns all das erinnert, was du gesagt Halleluja. Hast. Radujeme sa. Wir freuen uns. Plesáme. Wir jauchzen. Ďakujeme, že nás nenecháš vo tme. Wir danken dir, dass du uns nicht im Dunkeln lässt. Ďakujeme, že nás nenechávaš v nevedomosti. Wir danken dir, dass du uns nicht im Ungewissen lässt. Ale nám dávaš svetlo tvojho slova. Aber du gibst uns das Licht deines Wortes. Vedenie tvojho svätého Ducha. Die Führung deines Heiligen Geistes. Aby sme neblúdili. Dass wir nicht irre gehen. Aby sme nemysleli na to, čo máme mysleť. Dass wir nicht an das denken, was wir denken. Ale aby sme mysleli vo miere svojej viery. Aber dass wir nach dem Maß unseres Glaubens denken. A v miere našej lásky k tebe. Und nach dem Maß unserer Liebe zu dir. O Pane Ježišu. O Herr Jesus. Príď teraz. Komm jetzt. Skrze svojho svätého Ducha. Durch deinen Heiligen Geist. Zavládni Duchu Svätý nad týmto obecenstvom. Wehe über dieser Gemeinschaft, Heiliger Geist. Nad každým jedným srdcom. Über ein jedes Herz. A spýtuj naše srdcia. Spýtuj naše srdcia. Skúmaj naše srdcia. Und prüfe unsere Herzen. A ďakujeme ti za to. Wir danken dir dafür. Že nachádzaš v našich srdciach lásku k tebe. Dass du in unseren Herzen Liebe zu dir findest. Túžbu tebe slúžiť. Und die Sehnsucht dir zu dienen. Túžbu teba milovať. Die Sehnsucht dich zu lieben. A zotrvať v tejto láske. Und in dieser Liebe zu bleiben. Až na veky. Bis in Ewigkeit. Halleluja. Nech je vyvýšené tvoje meno. Dein Name werde erhoben. Aj v tejto chvíli. Auch in dieser Weile. Chcem sa vás opýtať. Ich möchte euch fragen. Či túžite potom. Ob ihr euch danach sehnt. Aby dary Ducha Svätého po vašich životoch mohli pôsobiť. Dass die Gaben des Heiligen Geistes in eurem Leben wirken können. Chcem sa vás opýtať, ja. Či... Ich möchte euch fragen, ob... V tejto chvíli... Ob in dieser Weile...
dáte priestor, bázu, preto aby vám Duch Svätý udelil dar. Ob ihr in dieser Weile Raum schafft, dass der Heilige Geist euch seine Gaben mitteilen kann. A túžite prijať niektorý z darov Ducha Svätého. Und wenn ihr euch danach sehnt, einige der Gaben des Heiligen Geistes anzunehmen. Teraz nie ja budem rozdávať tieto dary. Nicht ich werde diese Gaben verteilen. Ale Duch Svätý chce v tejto chvíli rozdávať. Aber der Heilige Geist will in dieser Weile Gaben austeilen. Tak to hovorí Duch Svätý. So spricht der Heilige Geist. Miluj Pána svojho Boha celým svojim srdcom. Liebe den Herrn deinen Gott von ganzem Herzen. A svojho blížneho ako seba samého. Und deinen Nächsten wie dich selbst. A keď to bude pravdou v tvojom živote. Und wenn das Wahrheit in deinem Herzen sein wird. Moje dary budú v tvojom živote pravdou. Dann werden meine Gaben in deinem Leben Wahrheit werden. Príď Duchu Svätý. Komm, Heiliger Geist. V tejto chvíli. In dieser Weile. A rozdiel. Und teile aus. A ďakujem, že to robíš. Und ich danke dir, dass du es tust. Vy, ktorí v srdciach túžite prijať dar Ducha Svätého. Ihr, die in eurem Herzen euch danach sehnt, die Gabe anzunehmen. Otvorte svoje srdcia. Öffnet euer Herz. A povedzte vo svojom duchu v tichosti. Und sagt in der Stille eures Geistes. Áno, Pane Ježišu. Ja, Herr Jesus. Prijímam tvojho svätého ducha. Ich nehme deinen Heiligen Geist an. Naplň ma, Duchu Svätý. Erfülle mich, Heiliger Geist. Oddávam sa ti. Ich gebe mich dir, ich liefere mich dir aus. Každú oblasť mojho života. Jedes Gebiet meines Lebens. Dávam Duchu Svätý pod tvoju správu a moc. Übergebe ich deinem Recht und deiner Macht. A chcem naplniť tvoje slovo. Und ich möchte dein Wort erfüllen. Chcem ťa milovať z celého srdca. Ich möchte dich lieben von ganzem Herzen. A chcem milovať svojich blížnych. Und ich möchte meine Nächsten lieben, aby som s nimi súcítil, um mit ihnen mitzufühlen, aby som miloval teba aj ich, um dich zu lieben und sie zu lieben, aby som tvoj odkaz, tvoje slovo, um deine Anweisung, dein Wort, a tvoju vôľu zjavoval týmto ľuďom, und deine Willen diesen Leuten zu offenbaren. Prijímam tvoj dar. Ich nehme deine Gabe an. Dar tvojho svätého ducha. Gabe deines Heiligen Geistes. Sláva ti, Pane. Ehre dir, Herr Jesus. Sláva ti. Ehre dir. Že mi to dávaš. Dass du es mir gibst. O, halleluja. Halleluja. Je vyvýšené to drahé meno Ježiš. Der teure Name des Herrn Jesus sei erhoben. V živote každého jedného z nás. Im Leben eines jeglichen unter uns. Od teraz až na veky. Von jetzt an bis in Ewigkeit. Chceme ti slúžiť, Pane Ježiš. Wir wollen dir dienen, Herr Jesus. Na tvoju čest. Zu deiner Ehre, na tvoju slávu, zu deiner Verherrlichung, učiň nám milosť, gib uns Gnade, aby sme ti boli verní až do konca, dir treu zu bleiben bis zum Ende, nech je vo všetkom vyvýšené to tvoje meno, und lass über allem deinen Namen erhoben sein, to drahé meno Pána Ježiša Krista, das den teuren Namen des teuren Herrn Jesus Christus, od teraz až na veky, von jetzt bis in Ewigkeit. Amen. Amen.